In diesem Video schauen wir uns 5 neue Snapchat-Tipps und Tricks an. Erstens, AddMeLink. Eine ganz neue Funktion, die mit dem letzten Update kam. Und zwar könnt ihr, wenn ihr auf Freunde adden geht, unten auf Teile meinen Nutzernamen tippen und so einen AddMeLink kopieren und überall verschicken. Zum Beispiel in WhatsApp. Das Geniale ist, dass wenn jemand auf diesen Link tippt, dann öffnet sich automatisch die Snapchat-App und man wird in Snapchat als Freund hinzugefügt. Super praktisch, um neue Snapchat-Freunde zu bekommen. An dieser Stelle der Hinweis, ich habe jetzt neben meinem Neuland-Tipp-Snapchat-Account auch noch einen zweiten, wo ich ein bisschen was aus meinem Alltag vlogge. Also, wenn euch das interessiert, habt ihr jetzt die 3 Möglichkeiten, mich als Freund zu adden. Meinen Namen in Snapchat eingeben, meinen Snapcode scannen oder wenn ihr das Video auf einem mobilen Gerät mit Snapchat-App schaut, den Link in der Videobeschreibung klicken, denn dann werde ich automatisch bei euch in Snapchat zu euren Freunden hinzugefügt. Tipp Nummer 2, Do-It-Yourself-Emojis. Wir können uns beliebig irgendein Emoji auswählen, etwas vergrößern, dann den Stift auswählen und eine Farbe aussuchen. Dann fangen wir an, auszumalen. Man kann auch im Vergleich zum Original, welches wir ausmalen, andere Farben nehmen oder ergänzende Sachen dranmalen, um einzigartige Snapchat-Zeichnungen zu erstellen. Wenn wir alles ausgemalt haben, tippen wir links oben auf das Icon und können dann unser Vorlage-Emoji entfernen. Das Do-It-Yourself-Emoji ist fertig und kann verschickt werden. Eure Freunde werden beeindruckt sein, wie gut ihr auf dem Smartphone malen könnt. Tipp Nummer 3. Mehrere Snaps auf einmal in die Geschichte laden. Mit diesem Trick könnt ihr vielleicht bessere Geschichten in Snapchat machen. Denn ihr könnt damit viele verschiedene, 10, 20 oder sogar mehr Snaps zum gleichen Zeitpunkt in eure Snapchat-Geschichte hochladen. Das kann deswegen gut sein, weil eure Zuschauer dann nicht immer zurückkommen müssen, um die Fortsetzung eurer Geschichte anzuschauen. Sie können dann gleich am Anfang die komplette Geschichte sehen, ohne Unterbrechung. Bevor wir den ersten Snap für unsere Geschichte aufnehmen, trennen wir komplett die Verbindung zum Internet. Das heißt WLAN aus und Flugzeugmodus an. Dann machen wir den ersten Snap, fügen ihn zur Geschichte hinzu. Dann sehen wir hier, dass der Snap nicht gepostet wurde, logisch, weil wir ja kein Internet haben. Dann machen wir das gleiche auch noch mit einem zweiten und einem dritten Snap. Wenn wir mit der Geschichte fertig sind, tippen wir hier, um alle Snaps aufzuklappen, machen den Flugzeugmodus wieder aus und das WLAN wieder an und tippen dann nacheinander auf alle noch nicht hochgeladenen Snaps in der Geschichte. Dann werden alle Snaps hochgeladen und können von euren Freunden hintereinander angeschaut werden. Mit diesem Trick braucht ihr euch also nicht stressen, wenn die Snaps aufeinander aufbauen und ihr für jede Erstellung der Snaps etwas Zeit braucht. Viertens, Discover Snaps verschicken. Wenn ihr Discover benutzt und einen Snap daraus toll findet und ihn an Freunde schicken wollt, dann könnt ihr während der entsprechende Snap läuft, drücken und kurz halten. Dann öffnet sich das typische Bearbeitungsfenster, wo ihr noch etwas dazu malen könnt und einen Text schreiben könnt und dann hier auf Versenden tippen. Fünftens, 5 Filter gleichzeitig benutzen. Wusstet ihr, dass ihr bei einem Videosnap 5 Filter benutzen könnt? Als erstes legen wir einen Farbfilter darüber. Wenn wir jetzt mit einem Finger gedrückt halten und mit einem zweiten weiterwischen, können wir als zweites zum Beispiel den Temperaturfilter darüber legen. Lassen mit beiden Fingern erst los und halten dann wieder mit einem Finger getippt und mit einem zweiten wischen wir weiter und legen die nächsten Filter darüber. Als dritten Filter zum Beispiel das Verlangsamen und als vierten rückwärts abspielen. Und als fünften können wir noch einen Geofilter darüber legen. So haben wir 5 Filter auf einem Snap. Bei Bildersnaps gehen nur 3, da logischerweise die Abspielgeschwindigkeit und der Rückwärtseffekt wegfallen. Mehr Snapchat-Tipps und Tricks gibt es beim nächsten Mal, abonniert dafür meinen Kanal und folgt mir gerne auch auf Snapchat.